im Studio haben wir jetzt hier bei mir den Claude Munz. Er ist der Vertreter vom Aktionskomitee für die zeitliche Landesverteidigung Schweiz, wo sich für eine selbstbestimmte Schweizer zeitmässig einsetzt. Herr Munz, die EU hat jetzt wirklich beschlossen, dass die Zeitumstellung Realität werden soll auf 2021. Die Schweiz wird sich der Reform wohl, jawohl oder übel, müssen anpassen. Sie sind da strikt in der Gegend. Wieso? Ja, weil es einfach eine riesige Sauerei ist. Ja, ist eine rechte Sauerei. Ich meine, dass jetzt ausgerechnet Brüssel, uns an der Schweizer, uns an der Urnation Schweiz, uns, wir, die quasi zeitmässig erfunden haben, dass die uns jetzt vorschreiben, wie spät das ist, dass... Nein, es ist schon schlimm genug, dass uns von der Sonne seit Jahrhunderten vorgeschrieben wird, ob es Tag ist oder Nacht. Ich meine, von der Schweiz aus gesehen ist die Sonne nichts anderes als einfach ein hoher fremder Richter. Ja? Aber in der Schweiz entscheidet nur einer darüber, ob es Tag ist oder Nacht. Und zwar ist der Wahlbürger an der Uhr. An der Wahlurne. Darf ich ganz schnell fragen, sind Sie denn grundsätzlich gegen den Winter- und Sommerzeit, gegen die Aufsplittung? Nein, nicht generell. Nein, ich bin zum Beispiel auch für die Einführung von einer einkommensabhängigen Sommerzeit. Können Sie das schnell erklären, einkommensabhängige Sommerzeit? Ja, klar. Also, es ist ja ein Unding, dass Zeit D&E einfach allen Bürgerinnen und Bürgern gleich verteilt wird. Ganz egal, wie viel die Leute in dieser Zeit leisten. Oder? Ich meine, die FDP will ja schon lange die leistungsabhängige Sommerzeit. Das heisst, Menschen, die zum Beispiel, keine Ahnung, eine IV-Rente beziehen, denen wird dann zum Beispiel einfach ein Teil von dieser Sommerzeit gestrichen. Und zwar als Anreiz für die, die eben wirklich etwas tun. Also, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ich weiß auch nicht, eine eigene Zeitzone für Sozialfälle. Ne? Zum Beispiel würde man dann sagen, dass die haben am Morgen haben die Sommerzeit, am Abend Winterzeit. Das heisst, am Morgen müssen sie eine Stunde früher gehen und am Abend dafür müssen sie eine Stunde länger bleiben. Ja, leuchtet ein. Gut, aber wenn jetzt die EU in zwei Zeitzonen eingeteilt wird, ja? Noch eines, welcher Zeit soll sich jetzt die Schweiz anschliessen? Gut, am einfachsten wäre natürlich einfach der Kompromiss. Also wenn man jetzt sagen, dass in Europa jetzt so die einen, die sagen, ja gut, wir gehen den Sturm führen, die anderen sagen, wir gehen nicht den Sturm führen, dann würden wir als Schweizer sagen, gut, wir gehen führen, aber nicht den ganzen, sondern keine Ahnung, einfach eine halbe Stunde. Also wenn es dann irgendwie in Italien unten 3 ist und bei den Deutschen oben 4, ist es bei uns einfach 3/4. Aber ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir mit aller Härte in die Verhandlungen mit der EU hineingehen und dann zum Beispiel sagen, wenn die kommen und finden, gut, wir stellen unsere Uhren jetzt um 1 Stunde zurück, dann tun wir präventiv gerade zack sagen, gut, dann stellen wir unsere Uhren 23 Stunden führen. Das heisst, wir haben theoretisch schon die gleiche Zeit, aber wir sind dann Habaschen immer den ganzen Tag voraus. Man muss die Zeit einfach als da verstehen, was es ist, nämlich als militärische Waffe. Eine militärische Waffe? Ja, militärische Waffen. Ich meine, wir vergessen immer wieder, die Sommerzeit ist schon vom Hitler erfunden worden, ne? Um die Wirtschaft im Krieg anzukurbeln. Und das müssen wir eben ausnutzen in der Schweiz. Das heisst, wenn der Schwab irgendwann mal wieder kommt, und der kommt wieder, der kommt immer wieder, der kann gar nicht anders. Also das ist so die innere biologische Uhr vom Schwab, die tickt, der kommt wieder. Und wenn er wieder kommt und dann da steht am Schlagbaum und sagt, keine Ahnung, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, dann können wir sagen, aha, seit 5.45 Uhr, ja gut, das ist schön und recht für euch, aber wir haben von dem noch nichts mitbekommen, weil bei uns ist erst 2:30. Ah. Gut, aber dass sich die Schweiz jetzt an der EU muss anpassen, ist ja unumgänglich. Ja? Also ich gebe jetzt mal noch ein Stichwort der Reform des neuen Urheberrechts. Urheberrecht! Urheberrecht! Jetzt wollen die mir zuerst sagen, wie spät das ist. Jetzt wollen wir dir zu Brüssel auch noch sagen, wie ich meine Uhr heben soll. Ich habe meine Uhr, wie ich will. Und vor allem haben wir in der Schweiz nicht einfach nur ein Urheberrecht. Wir haben ein Hur. Moment. Wir haben eine Urhabenpflicht. Das heisst Milizgedanke, das heisst zeitliche Landesverteidigung. Und wenn die dann kommen, sind wir parat für den bewaffneten Konflikt. Weil in der Schweiz hat jeder mündige Bürger zuhause im Schrank immer noch ein geladenes Watch. Ah. Herr Munz, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß ja. Danke. So.